Willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Stickerpoint.de und heute schauen wir uns gemeinsam an, was in der vor kurzem erschienenen Simsalabh V-Kollektion drin ist. Damit ihr wisst, was euch beim Kauf erwartet, öffnen wir die Box einfach mal gemeinsam und schauen uns mal an, was ihr da so drin habt. Keine Angst, das ist jetzt hier der Zustand, ist natürlich nicht so, wie es bei euch ankommt. Da gab es nur hier eine Beschädigung bei der Lieferung und ja. So, machen wir die Box doch einfach mal auf. Hier mal raus. Wenn auch ihr Bock drauf habt, diese Box zu kaufen und zu öffnen, schaut gerne in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link direkt zu der Box und auch einen Link zum Shop, wo ihr viele weitere Produkte finden könnt. Sei es Displays, sei es andere Kollektionen. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn auch ihr Pokémon Booster öffnen wollt. So, wir nehmen die Plastikverpackung mal ab. Und dann haben wir hier schon das erste Schöne in der Box. Und zwar haben wir die Simsalabh V-Promokarte. Wirklich sehr schön. Endlich mal wieder eine Simsalabh-Karte. Gab es ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Die packen wir auch direkt in der Hülle rein. So, und legen das Ganze mal auf Seite. Wir haben hier Zinnlöffel und Gedankenherrscher. Ob die Karte jetzt spielbar ist, muss dann selbst entschieden werden. Aber zum Sammeln auf jeden Fall super. Simsalabh, echt schönes Pokémon. So, hier dann noch die XXL-Karte dazu. Ja, auch da natürlich zum Sammeln. Zum Spielen kann man die jetzt halt nicht benutzen. Aber auch so zum Hinstellen wirklich sehr schön. Die tun wir auch mal auf Seite. So. Und dann haben wir hier 4 Booster. Und die Booster-Auswahl in dieser Kollektion. Boah, die hat natürlich einiges, bringt einiges mit sich. Hier ist für euch schon mal der Code. Wenn ihr die Box im Online-TCG haben wollt, gönnt euch. So, Plastik an die Seite. So, wir haben hier 4 wunderschöne Booster. Zum einen Nacht in Flammen, sehr geiles Set. Dann haben wir Schwert und Schild Base Set, was natürlich auch sehr geil ist. Und wir haben 2 der brandneuen Farbenschock Booster, die natürlich auch heiß begehrt sind. Das heißt, die Booster-Auswahl in dieser Kollektion, ja, die ist nicht gerade ohne. Und ob die Pull-Ratio auch nicht ganz ohne ist und ob wir hier was Gutes ziehen können, das schauen wir uns doch jetzt gleich mal an. Ich würde sagen, wir fangen an mit Schwert und Schild Base Set. Das ist jetzt so am, ich sag mal, uninteressantesten von den 4 Boostern. Und da gehen wir doch gleich mal rein. Hier. Booster vernünftig öffnen, kann ich. So, auch hier der Code für euch. Könnt ihr euch, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was Cooles gezogen habt im Online-TCG. Und ja, so, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier eine Feuerenergie, eine Metallplatte, ein Flottball, Mantax, Lampi, Thermopod, Galazickzax, Somniam, Snomnom. Und dann haben wir ein Noctu Reverse und wir haben ein Kamaim als Rare Card. Ja, sehr schön. Kommt natürlich hier auch auf die Seite. Und was machen wir weiter? Ich würde sagen, wir nehmen Nacht in Flammen und nehmen uns Farbenschock dann gleich zum Schluss auf. Nacht in Flammen ist ja leider mittlerweile out of print. Auch hier der Code für euch. Wenn ihr noch einige oder wenn ihr Bock habt, da noch ein Display oder Einzelbooster zu öffnen, hier sowas in der Art, schaut auch gerne in unserem Shop vorbei. Wir haben noch einigen paar Displays bekommen als Restbestand, die ihr da natürlich gerne kaufen könnt. Und dann könnt ihr die auch entweder an die Seite tun oder halt auch öffnen, weil wir haben hier die Chance auf Rainbow Glurak. Das wäre natürlich jetzt absolut was, wenn wir das jetzt hier in dem Opening ziehen würden. Wir haben hier einen Meryl, einen Hoothoot, einen Rihorn, Trassler, Tangela, ein Psyar Reverse und wir haben einen Diancie Holo. Oh, eine sehr schöne Karte. Das Holofeuer sieht natürlich auch echt super gut aus. Schimmert wirklich sehr, sehr schön. Ja, der Feentyp gibt es ja jetzt leider in den Schwert- und Schild-Boostern nicht mehr. Finde ich sehr schade, weil das sind wirklich sehr schöne Karten. Auch sehr schöne Pokémon. Ja, aber die Pokémon Company wird sich was dabei gedacht haben. So, das packen wir hier an die Seite. Und dann haben wir noch 2 Farbschub-Booster. Was können wir hier drin ziehen? Amazing Rare Karten unter anderem. Wie zum Beispiel hier dieses
Raikou können wir ziehen. Wir können Pikachu VMAX ziehen. Wir können Pikachu VMAX in Rainbow ziehen. Deswegen ist dieses Set so heiß begehrt. Auch da im Shop sind noch Vorbestellungen möglich für die Display-Lieferung Ende Januar. Ja, schaut da auf jeden Fall rein. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn euch das Video gefällt, sagen wir es mal so. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir werden hier immer in die aktuellsten Produkte reinschauen, damit ihr auch seht, worauf ihr euch einlasst. Und hoffen wir jetzt natürlich hier noch auf einen Big Hit in der Box. Das wäre natürlich noch besser. Wir haben hier Petrafakt, Pfiffchen, Pampuli, Tanzer, Fritzelblitz, Zwirlicht, ein Castadu Reverse und ein Zablarang. Auch hier die Karten, das Centering der Karten ist ein bisschen off, aber gut. Umso besser, dass man nichts gezogen hat. So, letztes Booster. Last Pack Magic vielleicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. So, und auch hier nochmal der Code für euch. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da was Gutes gezogen habt. Oder auch, wenn ihr euch die Box gekauft habt und dann was Gutes gezogen habt. Das würde uns natürlich auch sehr interessieren und auch sehr freuen für euch natürlich. Und schreibt auch gerne nochmal in die Kommentare, welche Produkte ihr noch sehen möchtet, ja, die wir dann hier auf dem Kanal öffnen können. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, Glocke aktivieren. Wir haben hier einen Elfon, also haben wir leider keinen Hit in der Box. Es bleibt bei dem Holo Diancy und bei der Simsala Promokarte. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil Diancy wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Holo. Ich zeige es euch nochmal. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Nacht in Flammen oder wenn ihr auch Bock habt hier auf diese wunderschöne Raichu-Kollektion von Schimmernde Legenden, da sind auch noch ein paar in den Shop gekommen. Also seid auf jeden Fall schnell, guckt da rein. Es sind wirklich noch coole, coole Sachen im Shop. Und ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das Ganze wird jetzt hier ein bisschen aufgelebt, wenn euch das gefällt, und dann könnt ihr immer sehen, was euch in den Produkten erwartet. Genau, und wenn ihr mehr Booster-Openings sehen wollt, auch Einzel-Booster-Openings, schaut gerne nochmal in der Videobeschreibung, da ist der Link zu meinem TikTok-Kanal, TCG-Fabi 5, genau, TCG-Fabi ohne die 5, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen, da werden auch täglich Booster geöffnet, und ja, lasst ein Like da, ich kann es nur wiederholen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut im Shop vorbei, wenn ihr was kaufen wollt, wenn ihr Booster öffnen wollt, und schreibt uns in die Kommentare, was wir als nächstes öffnen sollen. Vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann.